Westfälische Industriemuseum. 1960 gegründet, wurde es 1973 für Besucher geöffnet. Auf einem Gelände von 42 Hektar im Meckinger Bachtal sind in alten Fachwerkgebäuden Werkstätten eingerichtet und mit historischen Geräten und Maschinen ausgestattet worden. Sie sollen dem Publikum die Entwicklung der Handwerks- und Gewerbebetriebe vom Ausgang des 18. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts vor Augen führen. Da die Wasserkraft als Energiequelle eine wesentliche Rolle spielte, durchläuft der Bach drei angestaute Teiche und treibt zahlreiche Wasserräder an. Über 2,5 Kilometer in der Länge erstreckt sich das leicht ansteigende Tal, in dem die Häuser in Form von 4 Ansiedlungen zwischen den Teichen zusammengefasst sind. Der Museumsbereich ist in mehrere Abteilungen gegliedert. Eine Orientierungstafel linke Hand vom Eingang bietet den notwendigen Überblick und informiert darüber, in welchen Werkstätten am Tag des Besuches gearbeitet wird. Erklärtes Ziel der Museumsarbeit ist es, den Arbeitsalltag der Vergangenheit darzustellen. Darum finden in einer Reihe von Werkstätten nicht nur Vorführungen der Arbeitstechniken statt, sondern es wird auch produziert und die Produkte werden in den Krämerläden verkauft. Der Rundgang durch das Freilichtmuseum ist thematisch konzipiert. Er beginnt bei der Verarbeitung von Nichtmetallen wie Kupfer, Messing und Gold zu Gebrauchs- oder Schmuckgegenständen. Die Messingstampfe stammt aus Iserlohn, wo vor allem für den Export nach Übersee Möbel- und Sargbeschläge, Verzierungen für Spiegel und Bilderrahmen aus Messingblechen geprägt wurden. Der 50 Kilogramm schwere Fallhammer wird dazu nicht mit Maschinen, sondern mit Muskelkraft in Bewegung gesetzt. Das Gebiet südlich der Ruhr gehört zu den ältesten Städten der Eisengewinnung und Verarbeitung in Deutschland. Und die Kleineisenindustrie im bergischen und märkischen Raum gelangte weit vor dem Ruhrgebiet zu technischer und wirtschaftlicher Bedeutung. Deshalb sind Eisen und Stahl ein Schwerpunktthema des Hagener Museums. Zwischen zwei Teichen abseits des Hauptweges liegen das Deutsche Schmiedemuseum und verschiedene kleine Spezialschmieden. Das Museum ist in einem imposanten Fachwerkgebäude von 1756 untergebracht und bietet einen Überblick über die technische Entwicklung dieses Handwerks. Dagegen können die Besucher in der Bohrer- und in den Nagelschmieden die Herstellung dieser Werkzeuge beobachten. Fachkundig demonstrieren die Schmiede einzelne Arbeitsschritte und erklären den technischen Stand der Arbeitsgeräte. Oberhalb des dritten Teiches liegt der Sensenhammer. Er stammt aus dem Ennepetal, wo nach Einführung der wasserradgetriebenen Hämmer die Sensenindustrie für einige Jahrzehnte einen wirtschaftlichen Höhepunkt erreichte.
Zum Schutz vor dem Lärm des Hammerwerks trägt der Sensenschmied heute Ohrenschützer, wenn er die Arbeitsgänge bei der Fabrikation einer Sichel zeigt. Vom Sensenhammer führt der Weg weiter zur Abteilung Druck und Papier. In der Papiermühle können Museumsbesucher dem Schöpfen von Büttenpapier zusehen, dessen Ausgangsmaterial Lumpen waren, während seit Mitte des 19. Jahrhunderts Holz der Rohstoff für die Papierherstellung ist. Da ist jede Menge Wasser hier noch drin, den Bogen kann man jetzt nicht anfassen, der zerfällt. Er kann auf dem Sieb nicht oben bleiben und da wird er von dem Sieb getrennt, der wird jetzt abgelegt hier auf das Filztuch. Und so muss man sich das vorstellen, hat man über Jahrhunderte hinweg Papier hergestellt. Im Gebäude gegenüber sind Druckmaschinen, ein kleines Museum zur Druckgeschichte und ein Buchladen untergebracht, wo auch das Büttenpapier verkauft wird. An einer Handpresse kann man selbst Postkarten drucken. Seine Bedeutung als einer der wichtigsten Rohstoffe hat Holz bis heute nicht verloren. Die erste Stufe der Verarbeitung erfolgte in Sägemühlen, die in Westfalen in der Mehrzahl von Wasser angetrieben, im Lauf der Entwicklung aber auch auf Dampfkraft umgerüstet wurden. Im Hagener Museum wird die Kreissäge von einer Lokomobile angetrieben. Nur zur Demonstration zerquetscht der Ölmüller in kleinen Mengen Leinsamen, Raps, Sonnenblumenkerne oder Bucheckern und erklärt die Vorgänge bei der Gewinnung von Speiseöl aus Erster der kalten Pressung. Der Gang durch das weitläufige Museumsgelände, an den man gut und gern einen ganzen Tag wenden kann, macht hungrig und durstig. Imbiss, Café, Bierstube und Gasthof zu Beginn der oberen Häusergruppe bieten Gelegenheit zum Ausruhen. Vorher schauen wir dem Bäcker über die Schulter beim Vorbereiten des Brotteiges und des Backofens, in dessen Hitze nacheinander verschiedene Brotsorten gebacken werden. Zuerst das dunkle, dann das helle Brot. Nachdem wir das Brot bestellt haben, das wir später mit nach Hause nehmen wollen, gehen wir hinauf zum Gasthaus Lettmate, wo mittags viele Besucher einkehren und wo genügend Platz für Gruppen ist. Eine Treppe verkürzt den Weg zurück zum Museumsbereich, der wie ein Straßendorf angelegt ist. Die Brückenwaage mit dem Wiegehäuschen stammt von einem Hagener Firmengelände und steht hier als Beispiel für das Kontrollieren großer Lasten. Im Fachwerkhaus gegenüber arbeiten Holzschuhmacher und Löffelschnitzer. Holzschuhe wurden bis ins 20. Jahrhundert nicht nur bei der Feld- und Gartenarbeit, sondern auch in den Fabriken als Sicherheitsschuhe getragen. Sie sind aus Weichholz wie Pappeln, Weiden und Birken gefertigt. Der Löffelschnitzer hingegen verwendet Hartholz, Ahorn und Buche. Nach wie vor verlangt die handwerkliche Herstellung von Holzschuhen und Löffeln große körperliche Anstrengung. Was wird denn hier hergestellt im Museum? Können Sie uns das mal zeigen? Diese wunderschöne Mehlschütte. Die Einrichtung des Kolonialwarenladens ist aus mehreren Geschäften übernommen. In einem solchen Laden kaufte man nicht nur Lebensmittel, sondern auch Gebrauchsgegenstände für den Alltag. Einen großen Teil dessen, was in den Museumswerkstätten produziert wird, bietet die Krämerin an. Holzlöffel, Nägel, Zigarren, Messingbleche und Seilwaren.
Marker schöne Seile, 5 Mark das Stück, in einfarbig, in bunt 7x50, Doppelseile, Wäscheleinen und... In dem sehr schönen Gebäude der Tabakfabrik aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts werden nach alter Weise aus hellem und dunklem Rohtabak Zigarren geformt. Am Ende der Straße liegt die Seilerei, ein Handwerk mit uralter, in Vorgeschichte und Altertum zurückreichender Tradition. Rohstoff der Seile ist Hanf, der erst durch die Erfindung des Drahtseils 1854 in seiner Verwendung eingeschränkt wurde. Das Aus für die handwerkliche Seilerei brachte die industrielle Massenfertigung. 1964 wurde die mittelgroße Seilerei aus der Zeit um 1850 vom Hagener Museum übernommen. Das, was ich jetzt gerade mache, das nennt man Einscheren. Bevor man einschert, sollte man immer rechnen. Was sollte man ausrechnen? Jetzt kommen alle vier Schlaufen auf einen Haken, dann dreht man das Ganze nochmal in die gegengesetzte Richtung. Der Rückweg führt an der Bäckerei vorbei, wo der Bäcker gerade das Brot aus dem Ofen holt. Das Westfälische Freilichtmuseum Hagen ist von März bis November jeweils dienstags bis sonntags ab 9 Uhr geöffnet. Von Dezember bis Ende Februar ist es geschlossen. Telefonische Informationen erhält man unter der Nummer 02331 78 07 44.